Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen WWE 2K16 King of the Ring Turnier. Ja, ich bin der Onkel und mein Gegner ist der Undertaker-verlierende Revano. Du Drecksack. Aber The Rock ist auch weg, The Rock ist auch weg. Oh, yeah. Okay, dann würde ich sagen, drücken wir mal Viereck. Ah, und wenn ich das Bild nochmal sehe von denen, dann werde ich traurig. Nein. Okay, ich habe einen. Ich habe auch schon gehabt. Das tausendmal drücken hier. Jetzt muss ich gerade gucken. Ach, ist das geil. Jetzt bin ich gerade verwirrt ein bisschen. Wieso bist du denn verwirrt? Ich hab jetzt einen. Hattest du den noch genommen? Hatte ich dir den nicht weggeschnappt? Na, wenn du in deiner Liste stehen hast, Tasten. Was machst du denn ja ständig? Nicht, dass ich den nicht reingeschrieben habe aus Versehen. Jetzt gerade ein bisschen. Oder hast du den noch genommen? Ich könnte mir schwören, du wolltest den unbedingt haben. Ich habe dir den geklaut, aber ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Doof, dass ich das nicht zeigen kann. Jetzt dann einfach mal weiter Viereck. Spreche ich gleich mit dir drüber. Wen hattest du denn? Jetzt hast du ja sowieso Viereck gedrückt. Hallo? Nee, soll ich sagen, wen ich jetzt habe oder was? Ah, nee, ich habe noch nicht Viereck gedrückt. Ich habe noch drauf. Aber ich kann jetzt noch mal drücken. Ja, drück einfach und sag, wen. Ja, ich habe jetzt gedrückt. Ich hatte den Randy Orton. Hattest nee, den habe ich. Das ist meiner. Randy Orton ist meiner. Ja, hab ich dir den nicht geklaut? Nein, du hattest, das ist mein erster, den ich gewählt habe. So, ja, dann passt's ja. Weil ich nämlich dachte, ich hätte den geklaut. Okay, dann nehme ich das zurück, dann passt's ja. Ah. Ich krieg hier nur Scheiße. So, jetzt muss ich mal gucken. Was ist das für einer? Ne, den hattest du, glaube ich, gehabt, ne? Ach Mensch, das steht doch in deiner Liste drin. Ja, ich muss aber halt immer gucken. Und wenn er nicht drin steht, dann hast du ihn nicht. Aber oh, jetzt habe ich gerade The Rock gehabt. Der ist ja raus. Ja, ich bin auch über Undertaker gekommen. Nee, bin ich nicht, aber muss ich jetzt sagen. Den haben wir schon gehabt. Boah, kommt jetzt mal einer. Ah, wen haben wir denn da? Ah, nee, der ist ja auch schon weg. Boah, jetzt kommt doch mal einer, den ich hier habe hier. Ey, ohne Witz, ich habe bis jetzt drücke ich die ganze Zeit und immer wieder die gleichen, die du hast. Doch, da steht was. Ja, den habe ich. Alles klar, ich habe einen. Okay. Dann würde ich sagen: 3, 2, 1, drücking. Alter Schwede, auch so ein Muskelpaket gegen. Kama. Warum, ey? Du hast keine Ahnung, wer Kama Mustafa ist. Doch, kenne ich. Den Kama, der hat sogar früher schon gegen Undertaker gekämpft. Der war damals Papa Shango. Nee, es gab auch einen, der hieß Kama. Der hat aber eine Glatze gehabt. Ich glaube, der hieß aber nur Kama, ne? Nee, das ist doch der. Ach, das ist der, oder? Und dann früher hieß er... Von ganz früher. Ganz früher war er dort Papa Shango. Und danach Kama, ne? Danach Kama Mustafa und dann Kama als Kama und dann als Gottvater. Ah, nee, okay. Zuerst Kama und dann Kama Mustafa und dann Gottvater. Okay, naja, ist auf jeden Fall auch mal wieder was. Und einer, der ist jetzt, wenn ich verlieren sollte, nicht so traurig bin, aber natürlich möchte ich dieses Muskelpaket vom British Bulldog. Meistens sind solche Matches immer die spannendsten, so mit so normalen. Ja, der eine war ja voll nervös, ey. Ich habe die ganze Zeit geguckt, was ich drücke. Ich habe so gut angefangen im Undertaker und dann habe ich so gnadenlos doof verloren. Das war echt kacke. Oh, der ist doch ganz schön paketisch. Und groß ist der, ne? Oh, wieder so ein fetter. Ach man, ich denke, wir machen immer Kräftemessen am Anfang. Ich verstehe es nicht. Geh zurück. Ich dachte, wir machen das nicht mehr. Du hast das so entschieden. Da, guck, was machst du denn? Na, ich kann da nichts dafür. Wir machen kein Kräftemessen. Ach so, ja. Warum hast du dann kommst du immer so weit. Hauptsache, du machst deinen ersten Move, ne? Du blöd Mann. Kann ich doch nichts dafür. Aber ist kein Problem, ich schmeiß die jetzt einfach erstmal hin. Ja, da haben wir nun mal ein Karma jetzt. Ne? Das ist doch mal was ganz Neues hier. Oha. Und
Bomb. Der kleine britische Bulldog versucht mich hier irgendwie rumzuslabbern hier. Jetzt kriegt er erstmal einen auf die Nase, du. Boah, ich sag nicht, boah, das sah ja übel aus. Ich glaube, das sah übler aus, als es ist, oder? Keine Ahnung. Kama Mustafa's arsenal of kicks is so dangerous and it all goes back. Boah, gehst du mir auf den Sack. Boah. Naja, ich bin halt nicht so ganz so schlecht, ne? So, jetzt muss ich erstmal wieder einen Move machen hier. Ich hoffe, du kommst nicht raus. Sehr schön. Der Bulldog ist voll bewusstlos und liegt am Boden. So mag ich das. Oh, oh Mann. Alles so kleine Moves, die tun mir auf jeden Fall meinen Prozenten schon mal ein bisschen gut. Okay. Aua. Dass du mal gleich so brutal bist. Ja. Aber ist kein Problem für mich. Ich block den Scheiß. Alles, was du dafür Würstchen machst da. So, jetzt gehen wir mal kurz hier auf das Seil drauf. Yeah, da komme ich. Und Jambalaya, bam, schön, endlich mal. Ich habe noch kein Mal geschafft, den Onkel irgendwie zu smoothen damit. Aber jetzt habe ich es mal geschafft. Okay, er kommt raus. Schön. Aber ich bin Karma, nicht vergessen. Wie machst denn du das? Ich nenne das Spielen, Onkel. Spielen. Na, ich verstehe das nicht. Ich mache extra immer unterschiedliche Zeitspannen, dass ich zugreife oder zuschlag. Weiß, ich ja auch. Manchmal. Manchmal drücke ich auch sofort. These are great competitors. Great, tremendous gladiators. Aha, jetzt bist du auch noch frech. Jetzt wird er auch noch frech, aber überall, die meisten Wrestler haben Tattoos, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen, liebe Leute? Tattoos sind ja auch was Cooles. Ich hab ja auch eins. Bin aber kein Wrestler geworden. Kleines Pubbelding am Oberarm. Na, ich bin zu klein, deswegen meinte ich jetzt eigentlich. Du musst ja gleich wieder böse werden, ne? Ja. Wollen wir eigentlich schon was von Samstag sagen oder sind wir noch ruhig? Nein. Ist eh schon vorbei, ne? Das ist schon vorbei. So, jetzt weißt du, wie das ist, wenn du da runtergekickt wirst. Mhm. Oh, jetzt machen wir mal ein bisschen Partymucke hier. Ach, jetzt holt er wieder was raus da. Und was kommt da jetzt? Ein Tisch, ein Stuhl. Naja, da draußen steht auch leider. Mann, lass mich rein! Ja, komm doch! Geh weg! Nö. Ja, und der Auge greift den Ring an. Und der Schiedsrichter sagt, lass die Drogen weg. Ja, schönes Ding. Mann, ey. Ich finde das auf jeden Fall schon mal eine ganz nette Sache, dass du hier mir den Stuhl gegeben hast. Mhm. Na komm. Ich würde am liebsten so rausspringen und dir den gegen den Kopf werfen. Ja, geht doch. Jetzt werde ich die erstmal verschwarten hier. Mhm. Weißt du mal, wie das ist, so ein Leben mit... Was denn? Was weiß ich mal, wie das ist? Als hättest du tagtäglich einen Stuhl gegen den Kopf gekriegt. Obwohl, das ist bei dir gar nicht mal so abwegig. Was? Drecksack, ey. Hört euch das an hier, der Onkel. Größe Töne hat er da. Mit seiner kleinen amerikanischen Unterhose. Größe Töne. Ich hab Größe Töne. Komm, jetzt steh auf da. Mein Gott. So, erstmal die Ringecke hier. Ringecke, ja, natürlich. Total die Ringecke. Ja, oder die Bande halt. Du weißt ja, was ich meine. So, jetzt gehen wir mal rein. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal von oben an. Oh, Mann! Was wir hier so Schönes machen können. Was hast du denn schon wieder? Der ist nur am Meckern, der Kerl, der Kleine. Jetzt blockt der auch noch. Hä? Was soll denn das? Was soll denn die Scheiße? Ey. Bricht er sich einen Arm an dir? Was ist das denn? Das war die Karma-Mystik, war das.
So, ich hoffe, du bist raus. Oh, schade. Dicker. War aber mein Finisher gewesen, ne? War kein normales Cover. Aber sehr geil gewesen, dass du jetzt dann auf einmal dich hinstellst und dann auf einmal bist du wieder weg und ich denk, was macht der Cole Quamkopf da? Alter, war das jetzt ein Konter? Oh, ich denk, was mache ich denn da für einen geilen Move? Nee, ich hab Eis gegessen und hab bis drauf ausgerutscht. Ja, das habe ich gemerkt, dass du ein Eis gegessen hast. Ach jo. Er nimmt den Tisch. Rabimmel, Rabammel, Rabom, Bom, Bom. Ja, natürlich. Ich greife wieder vorbei, das ist so klar. Ich bin definitiv nicht gut drauf, ja, das ist Wahnsinn. How much more? Das Body ist Bocken. Kann ich jetzt eigentlich irgendwas machen hier mit dem Tisch? Noch irgendwie einen Move drauf oder kann man dich nur dagegen schmeißen? Find's raus. Ich würde so ganz gerne mal so einen richtig geilen Move machen, weißt du? Ach Mann, warum gehst du denn aus Ringseifer? Fix das Scheiße nochmal! Das gibt's doch nicht, ey. Ich mach nur Scheiße heute. Ja, ich weiß auch nicht, was gerade los ist mit dem Onkel. Der ist heute ein bisschen übernervös, würde ich sagen. Oder was heißt heute? Ihr wisst, was ich meine. Ach Mann, ich wollte dich da gegen ein scheiß Ding werfen. Ah. Ja, das war jetzt keine Absicht. Die wollte ich halt dagegen werfen, weißt du? Ja, ja. Deswegen drückst du nach rechts, anstatt nach rechts unten. Ach, jetzt komm, jetzt blockt der auch noch. Ich wollte dich aufheben. Oh. Ich stelle mir gerade den Onkel vor, wie der da mit seinem roten Kopf, ja, die ganze Zeit da am Meckern ist. Warte, weil ich nur scheiße, aber ich ärgere mich ja über mich selbst, nicht über dich oder so, sondern über mich selbst. Ja, oh, ja. Ey, das geht nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich bin auch nicht gerade so gut. Ich war auch nur Quatsch. Nein, das hat er mich noch erwischt. Nein. Das war natürlich jetzt Mustafas Pech, ne, würde ich jetzt mal so behaupten. Ach, komm. Nein. Ehrlich jetzt, ich komme nicht mehr raus, oder? Ah. Oh. Ja, das hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Ja. Ach, das gibt es doch nicht. Ich finde das so witzig mit dem Onkel. Okay, das war ja klar, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme ohne Energie. Gute Spuldog ist Angriff. Ja, ja, das ist so schön, ja. Warum? 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 Sag du es mir. Ach, scheiße. Zählt das denn trotzdem noch als? Ne. Oh Mann, ey. Ich lache aber viel, aber ich hoffe, ich verliere jetzt nicht wieder, weil ich irgendwie Mist mache. So. Ach, scheiße. Naja, die kenne ich. Das ist die Attacke, die der Big Show auch gemacht hat. Das war aber mein Finisher. Ah, schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding, ohne Witz. Oh Mann, ey. Muss unbedingt... Das konnte er natürlich wieder. Oh. Oh Mann! Aber du kommst auch aus jedem Scheiß raus, das ist voll schlimm. So ein bisschen. Oh, der war bitter. Das hat wehgetan, glaube ich. Ja, das war gut. Das war echt cool. Nein. Das war. Jawoll, jawoll! Bam! Das war der Kammer Big Move, war das. So, ich hoffe, du bist am Arsch. One, two, three! Ja, geschafft, liebe Leute. Ich habe ihn besiegt. Ich habe den Onkel gebändigt. Ja.
Mann, ey. Sehr schön, da ist noch so ein Muskelklotz raus. War ein schöner Kampf, muss ich sagen. Naja, ein bisschen beschissen für mich gelaufen, weil ich nur Scheiße baue hier heute. Meine Fresse. Ja, ist die Frage, ob du noch weitermachst oder ob du lieber ja, ein Match schläfst, wir noch. Damit du dich erholst. Ein Match machen wir noch und dann ist Schluss. Okay, wer ist also dran? Also ihr merkt sowieso nicht, nee, ich bin dran. Ja, okay. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und erstmal ciao. Ciao.